Diese Gänseblümchen wurden im Zeitrafferverfahren aufgenommen, einer Technik, die in diesem Film sehr häufig verwendet wird. Wenn man die einzelnen Filmbilder in größeren Zeitabständen aufnimmt, werden sehr langsame Bewegungen scheinbar schneller. Je länger diese Zeitabstände sind, desto schneller erscheinen die Bewegungen. Normalerweise werden 24 Bilder pro Sekunde aufgenommen. Hier wurde pro Minute nur ein Bild gemacht. Und hier nur alle 10 Minuten. Die Bewegungen der Pflanzen sind meist von bestimmten Reizen abhängig. Beobachten wir diese Kresse-Samen. Sie wachsen in einem abgedunkelten Raum und werden von einer darüberhängenden Lampe beleuchtet. Die Lampe wird zunächst zur einen, dann zur anderen Seite bewegt. Beobachten wir, was geschieht. Diese Bewegungen zum Licht hin nennt man Phototropismus. Die Pflanzen werden alle 3 Stunden von einer anderen Seite beleuchtet. Wenn das Licht von oben einfällt, wächst die Kresse wieder senkrecht nach oben weiter. Doch woher wissen die Wurzeln, die aus dem Samen kommen, in welche Richtung sie wachsen sollen? Die Wurzel wächst stets mit der Schwerkraft nach unten, während der Stängel in die der Schwerkraft entgegengesetzte Richtung wächst. Man bezeichnet diese Bewegungen, die durch die Anziehungskraft der Erde hervorgerufen werden, als Geotropismus. Die Wurzel einer Bohne wurde hier in horizontale Lage gebracht. Sie ändert ihre Wachstumsrichtung und hat sich nach 24 Stunden um 90 Grad gedreht. Durch ein Experiment lässt sich demonstrieren, dass die Wurzel der Bohne auf die Erdanziehung reagiert. Man benutzt dazu einen Klinostaten. An der Korkscheibe wird der Bohnenkeimling horizontal befestigt. Durch dieses Gefäß, das mit einem dunklen, nassen Papier ausgekleidet ist, wird die Luft im Inneren des Gefäßes feucht gehalten, sodass die Wurzel nicht austrocknet und weiterwachsen kann. Nun schaltet man den Klinostaten an und lässt ihn mit 4 Umdrehungen pro Stunde laufen. Nach 24 Stunden wird das Gefäß entfernt. Die Wurzel hat sich nicht gekrümmt, da durch die Drehung des Klinostaten die Erdanziehung gleichmäßig auf die Wurzel eingewirkt hat. Beobachten wir, wie sich diese Kürbisranke bewegt. Berührt sie einen Gegenstand, der einen geeigneten Halt bietet, so windet sie sich um ihn herum und zieht die Pflanze näher heran. Diese Bewegung, die von der Berührung abhängt, nennt man Haptotropismus. Durch die spiralig aufgerollte Ranke ist die Kürbispflanze elastisch aufgehängt. Die Ranken der Gartenwicke führen ebenfalls eine Drehbewegung aus
und ermöglichen so der Pflanze, auch ohne Ausbildung eines stabilen Stängels oder Stämmchens, dem Licht entgegenzuwachsen. Bei manchen Pflanzen führen nicht die Ranken, sondern der ganze Spross Drehbewegungen aus. Dieses Ranken ist sowohl von der Erdanziehung als auch von dem Berührreiz abhängig. Solche Wachstumsbewegungen werden dadurch hervorgerufen, dass bestimmte Teile der Pflanze rascher wachsen als andere. Sie werden von chemischen Substanzen, sogenannten Pflanzenhormonen, beeinflusst. Hier wird eine Blattunterseite mit einem Pflanzenhormon bestrichen. Beobachten wir im Zeitraffer, was im Verlauf von 24 Stunden geschieht. Das Hormon dringt in das Blattinnere und regt die Zellen auf dieser Seite des Stängels zu einem schnelleren Wachstum an. Im Gegensatz zu den gerichteten Bewegungen der Pflanzen, den Tropismen, heißen Pflanzenbewegungen, die von der Richtung des einwirkenden Reizes unabhängig sind, Nastien. Diese Venusfliegenfalle, die auf sauren, stickstoffarmen Böden wächst, fängt und verdaut kleine Insekten, um ihren Stickstoffbedarf zu decken. Das Öffnen der Falle geschieht sehr langsam und musste daher im Zeitrafferverfahren aufgenommen werden. Die Borsten auf der Innenseite sind gegen Berührung empfindlich und lösen bei einem entsprechenden Reiz das Zuklappen der Falle aus. Dieses Schließen geht sehr rasch vor sich. Die Mimose reagiert ebenfalls rasch auf Berührungen. Wenn die Pflanze heftig geschüttelt wird, werden auch die Blattstiele abgesenkt. Die Blätter benötigen mehrere Minuten, um ihre frühere Position wieder einzunehmen. Daher wurde der Vorgang hier in Zeitraffung dargestellt. Manche Blüten, wie zum Beispiel beim Sauerklee, zeigen Schlafbewegungen. Sie schließen sich am Abend und öffnen sich am Morgen wieder. Diese Reaktion ist von der Temperatur und von der Lichtstärke abhängig, nicht aber von der Richtung, aus der das Licht einfällt. Es ist ebenfalls eine nastische Bewegung.